Willkommen zurück. Weiter geht's mit Lego Jurassic World, die roten Steine. Und zwar 8-Bit Music oder sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall brauchst du hierfür den Velociraptor. Ohne den wird's nicht gehen, weil man muss da an so einen Schalter rankauen, habe ich eben gerade noch mitgekriegt. Hast du den Raptor noch nicht? So gucke doch bitte einfach in der Playlist nach. Nach Let's Find T-Rex, Raptor und Dilophosaurus. Da zeige ich dir, wie du an den Raptor rankommst. Hast du diesen? Wunderbar. Ich befinde mich im ersten Kapitel von Jurassic Park. Und der rote Stein befindet sich hier. Ich meine, man sieht ihn schon. Und ich starte entweder da, weiß ich jetzt nicht, entweder da, musst du vielleicht so rumlatschen oder so. Oder hier so hin. Ich gehe mal hier hin. Gallimimus-Gebiet. Los geht's. Falsch schon. Ja, und dann so langsam ist die Sache jetzt auch ein bisschen durch, ne? Noch vier rote Steine. 8-Bit-Musik, dann das und dann. Weißt du zufällig, wie das hier funktioniert? Das ist ein automatischer Futtertrog für die Dinos. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht bin ich nicht so helle wie die Dinos, was? Ach, Unsinn. Schließlich trage ich Hosen. Ich habe in der letzten Folge habe ich mir noch Heliumstimmen klar gemacht. Zu Anfang dachte ich mir, was bringt's, ne? Aber das ist auch schon. Oh, es klappt! Jetzt müssen die Dinos nie wieder hungern, ne? Außer die Fleischfresser. Aber ich schätze, dafür ist das Personal gedacht. Ich find's lustig. So. Okay, und hierzu brauchen wir jetzt, wie gesagt, den Raptor. Oder irgendeinen anderen Dino, die du da halt selber gemacht hast, so, ne? Hauptsache ist es Raptor-mäßig so, ne? Und dann kannst du hier dran so ziehen. Und dann wird gekurbelt wie ein Weltmeister. Dabei weiß ich ehrlich gesagt nicht, worauf es hier nur drauf hinauskommt. Ich denke, wir müssen das einfach nur immer so füllen, dass überall das Grün angezeigt wird. Ja, nochmal. Ich denke mal, aus jedem Trichter kommt da irgendwas raus. Was machen wir jetzt so lange? Bis der letzte Trichter sich entleert hat. Und dann lasse ich einfach mal wieder los. Und da haben wir den roten Stein, wenn man ihn sieht. Genau, da ist er. Wunderbar. Dann am besten gleich nochmal, was ist das hier? Auch gleich zusammenbauen. Da liegt noch einer flach. Eigentlich müsste ich dich jetzt fressen, Kollege. Naja, egal. So, da haben wir den roten Stein. Düsen wir mal wieder kurz zurück, weil wir ihn gucken. So, und dann haben wir uns freigeschaltet die Hybridverkleidung. Wo ist dies? Ich denke mal, das geht jetzt auch nur auf Charaktere, also nicht auf die Dinos da. Aha. Na, okay. Und das bedeutet jetzt, die Dinos machen mich nicht klar oder was? Also wären da jetzt Dinos, würden sie mich in Ruhe lassen oder wie? Ich weiß es nicht. Kannst du ja mal gerne ausprobieren. Nachricht an mich. Zumindest mag er mich hier schon. Man merkt es. Godzilla lässt grüßen. Geht das auch, wenn ich ihn hier nehme? Nee, ne? Nee, jetzt ist also. Oh, was ist jetzt los? Warum komme ich hier nicht mehr weiter? Hier kommt nicht mehr weiter. Das ist ein Bug. Was war das denn? Hier kommst du nicht mehr weiter. Moment mal. Ja, hier komme ich nicht mal weiter. Ich muss das Spiel neu starten. Was ist denn jetzt los? Okay, Bug gefunden. Ob das jetzt noch was bringt, denen das zu sagen? Naja, okay. Ja, das war auf jeden Fall der rote Stein. Den haben wir gefunden. Dazu haben wir noch einen Bug gefunden. Wunderbar, ein Erfolg jagt den nächsten.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.